lassen, wird das sehr teuer. Und wir bleiben noch ein bisschen an unserem Flughafen, gehen aber in eine Zeit, in der Drohnen definitiv noch Science-Fiction waren. Wir gehen ins Jahr 1970. Die ersten Flüge von Köln waren, gab es zwar schon viel früher, aber 1970, da ging der Köln-Bonner Flughafen, wie wir ihn heute kennen, in Betrieb. Denn da war das Terminal 1 fertig. Ganz moderner Bau damals. Der Flughafen versprach Abfertigung in Höchstgeschwindigkeit. Und der WDR war bei der Eröffnung natürlich dabei. Über Nacht ist Leben in den Neubau gekommen. Die Gesellschaften sind umgezogen, in wenigen Stunden war das nicht einfach. Da riecht es überall noch nach Farbe. Aber die Lufthansa-Maschine LH-471, eine Boeing 707 aus Montreal kommend, ist pünktlich. Sie rollt vor den Flugsternkopf B auf ihre Position. Flugkapitän Alois Weber wird in die Abfertigungshalle gebeten. Man drückt ihm Blumen in die Hand, dann erfährt er erst den Grund. Er und seine Maschine haben Premiere auf dem neuen Flughafen Köln-Bonn. Das Hauptwort dieses neuen Fluggastempfangsgebäudes heißt dezentralisierte Abfertigung. Günstige Parkmöglichkeiten unmittelbar im Haus, kurze Wege bis hin zu den einzelnen Flugsteigköpfen und den Schaltern. Laufbänder erleichtern den Transport des Gepäcks. Unmittelbar vor der teleskopartigen Brücke, fast schon am Flugzeug, in den Köpfen wird abgefertigt. Es entsteht kein Gepäcksortierungsproblem. Können aber die Rekordzeiten, die man für die Abfertigung angekündigt hat, erreicht werden? Achim Weber, Lufthansa-Verkaufsdirektor, im Abfertigungsstern seiner Gesellschaft. Wir werden die Zeiten, die wir angekündigt haben, die Meldeschlusszeit, nämlich 5 Minuten für den europäischen Verkehr und 10 Minuten für den Interkontinentalverkehr mit Sicherheit halten können. Und wir freuen uns, dass wir endlich nun jetzt ein Gebäude haben, das das Provisorium abgelöst hat. Der neue Flughafen Köln-Bonn ist in Betrieb. Dazu gehören natürlich an diesem Tag auch viele Schaulustige, die mal schnell sehen wollen, wie das hier alles funktioniert. Wie wird es funktionieren, wenn die Jumbos, jene Großraumflugzeuge, also kommen? 2 der Flugsteigbrücken gelangen dann gleichzeitig zum Einsatz und Lufthansa-Verkaufsdirektor Weber erläutert noch einmal. Wir würden dann auch im Inneren des Gebäudes, und dazu sind wir aufgrund der neuen und sehr modernen Konzeption in der Lage, 2 Abfertigungseinheiten zusammenzufassen, um das Personal ohne Mehraufwand konzentriert einsetzen zu können für die Abfertigung dieses Großraumflugzeuges. Auf dem neuen Flughafen Köln-Bonn ist also die Schlacht des Umzugs geschlagen. Es hat alles besser geklappt, als wir dachten. Das ist der Tenor der Mannschaft des Flughafens, dem wir auch von hier aus, hier und heute, viel Glück für die Zukunft wünschen. Und bei mir ist jetzt Werner Müller vom Kölner Luftfahrtarchiv. Schönen guten Abend, Herr Müller. Guten Abend. Das, was wir da gesehen haben, war 1970, Eröffnung Terminal 1. Aber schon vorher sind da Kölner abgeflogen und gelandet. Wie sah es da vorher aus? Ja, vorher gab es ja den Blumenflughafen. Damals hatte man noch viel Geld ausgegeben für Blumenrabatte. Und es war alles noch ein bisschen kleiner, wesentlich gemütlicher. Aber immerhin, auch der Vorgänger, der Blumenflughafen, war ein wichtiger Flughafen. Denn das war der Regierungsflughafen der Bundesrepublik Deutschland. Und viele ausländische Staatsgäste sind hier angekommen. Die Queen, alle amerikanischen Präsidenten, Päpste, Pandit Nero, Kaiser Haile Selassie. Also das war schon großer Bahnhof, der damals hier stattfand. Ja. Das Terminal 1, Eröffnung haben wir gerade gesehen. Aber streng genommen, Sie haben es mir vorhin verraten, ist dieses Terminal 1 bis heute eigentlich gar nicht fertig geworden. Genau, wenn wir das heute uns aus der Luft angucken, dann sehen wir zwar den Innenbau und die beiden Sterne, die Richtung Flugfeld gehen, aber geplant waren eigentlich 4 Sterne. Die sind aber nie fertiggestellt worden. Stattdessen wurde ja dann vor einigen Jahren eben der Terminal 2 gebaut. Grund war, dass man eben damals noch nicht dachte, dass es einmal so große Flugzeuge wie heute geben würde, sondern viele kleinere Maschinen. Deshalb brauchte man viele kleinere Übergangspassagen, um die Fluggäste rein oder rauszukriegen. Bis heute ist da eine Menge passiert. Etwas ganz Besonderes zum Beispiel. An einem Tag sind da ja 2 Flieger auf einmal gelandet, nämlich Huckepack. Genau, das war 1983, Pfingsten, als das Space Shuttle Enterprise mit der 747 hier nach Köln kam, auf einem Rundflug durch Europa. Es gab damals auch diverse Verkehrsstaus Richtung Flughafen. Und zu erklären ist das natürlich auch, weil das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt ist direkt in der Nachbarschaft. Auch die Luftwaffe ist hier vertreten. Jetzt haben wir auch die European Space Agency hier. Also von daher war das schon prädestiniert.
inszeniert, dass der Flughafen Köln-Bonn als einziger Flughafen in Mitteleuropa als Notlandeplatz für Space Shuttle ausgestattet wird. Kurz noch, die Kollegen vom WDR damals 1970 haben dem Flughafen viel Glück gewünscht. Hat es geklappt? Ja, es hat geklappt. Es gab bisher keine großen Katastrophen. Es gab zwar einmal einen Piloten, der hat vergessen, das Fahrwerk auszufahren, ist dann auf dem Bauch gelandet. Gut, aber ich meine, wir haben gutes Personal hier, denn die Quoten zeigen, wir hatten keine großen Unfälle. Und daher hat man im Flughafen, hat sich wirklich sein Glück verdient. Werner Müller, ich danke Ihnen sehr, dass Sie uns ja von der Kölner Luftfahrtgeschichte erzählt haben. Herzlichen Dank, bitte. Werner Müller. Ja, bei uns geht's weiter mit den Kurznachrichten. Und die beginnen heute mit einer traurigen Meldung aus Köln-Bilderstöckchen.